Und ein herzliches Willkommen, yay, zurück bei Wise, Son of Rome. Mit von mir Gambles als Hobby, das bin natürlich ich. Wie wir schon gesehen haben im letzten Teil, machen wir uns gegen unseren Kaiser auf. Legen wir uns unseren Kaiser auf. Das war mir irgendwie schon klar. Und jetzt sind wir wieder zurück in Rom und sollen irgendwie einen Weg nach Hause finden. Und wir geben uns als den Rachegeist von General aus. Ich konnte mir den Namen jetzt wieder nicht merken. Zu lateinisch. Entweder ist mit Domini noch was. Und Rom scheint wohl auch es nicht gut zu haben. Tja, da wurden welche zu machtsüchtig. Oh, danke. Heißt, so eine, ich sag jetzt mal, wirklich blühende und glorreiche Zivilisation. Und dann sowas. Warum muss sowas immer so enden? Warum kann es nicht einfach so bleiben, wie es ist? Nee, die müssen dann immer alle der Macht verfallen und dem Wahnsinn. Und alles zugrunde richten. Das ist einfach scheiße. Allein was die hier bewerkstelligt haben und erbaut haben. Verflucht. Dafür wirst du büßen. Dies Leben flehe dich an. Bestrafe die Prätorianer, die meinen Bruder erhängten. Ersäufe sie und alle ihre Geliebten im Tiber. Ich gebe mir Mühe. Denn ich bin auch nicht so hellauf begeistert davon. Vom Spiel schon, aber nicht von der... Also, die Story ist geil. Aber ne, was hier so passiert ist, das meinte ich. Fokuszuwachs 69. So geht man fokusvoll. Unter anderem. Sollte ich euch nochmal ein paar Vasen mehr kaputt machen, denn mein Fokus ist nicht voll. Okay, die Vase will nicht. Die will aber. Einspeichern. Die Frage ist jetzt, kommen wir vielleicht noch ins Kolosseum rein? Das wäre echt mal eine Erfahrung noch. Gerade weil das Spiel eigentlich wirklich sehr schön detailreich ist. Und einfach nur schön aussieht. Auch wenn wir gerade in so einem echt Elendsviertel oder sowas sind. So, mein Fokus ist schon wieder fast voll. Okay, jetzt muss ich anscheinend gegen Prätorianer angehen. Mal gucken, wie die drauf sind. Auf Maximus! Wo hau ich denn hin? Die Wand kann auch nichts dafür, Mensch. Du hast kein Schild, das finde ich gut. Oh.
Hallo? Ich hab E gedrückt, verdammte Scheiße! Gerade wollte ich Fokus machen. Na gut, okay. Ach komm. So stark... Der wollte mich doch jetzt nicht erstechen, ne? So stark sind die jetzt auch wieder nicht. Halten wohl einfach nur viel aus. Gib mir Fokus. Auf geht's. Was haben wir denn hier? Einen tapferen Helden? Einen kampferfahrenen Veteranen? Wollten die sich an die Frau zu schaffen machen? Da ist der Verräter! Auf ihn! Lass ihn nicht so mit dir reden! Erledige ihn! Ja, los! Mach schon! Ja, so ist es recht! Erteile dem Scheißkerl eine Lektion! Ich muss hinten raus. Ja, genau. Nein, keine Sperre. Was ein Scheiß. Ja, wir hätten mal vielleicht eine andere Taste nehmen sollen für... Und der nächste. Na, bring um, geht doch. Okay. Neue Hinrichtung. Und der guckt fleißig mit zu. Ich hole Verstärkung! Oh, ich habe gar keine Pilum. Schade. Hey, hier in diesem Forum waren wir doch schon mal. Vielen Dank. Vielen Dank, Centurio. Tja, ich stehe noch für das Richtige rum. So, wunderbar. Gibt es nicht zu holen. Da kann ich auch nicht drüber. Hier ist keine Kette, hier keine Schlange. Als ob mich eine Kette aufhalten würde. Die sind wirklich wieder am Anfang. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was diese... Ich sag jetzt mal Göttin, das Geisterwesen, die Frau, meinte mit Rom braucht dich. Wir müssen dieser Tyrannei ein Ende setzen. Ja, ein Legionär hat Tacitus und Janus ermordet. Da ist jemand drin. Ihr zwei, seht mal nach. Nichts. Zurück auf eure Posten. Ja, Herr. Ich muss runter von der Straße, wenn ich Ärger vermeiden will. Wollen wir Ärger vermeiden? Ich weiß es noch nicht. Die sollen wohl immer runter von der Straße. Oh. Hier treibt sich ein Abtrünniger herum. Wir müssen ihn finden. Du! Morgen der Abschaum! Komm schon, Jungs! Die Waffen runter!
Ihr nichts nütze. Ihr dient dem Falschen. Ich sehe nichts. Falls mich einer von hinten angreifen. Okay, da ist er. Das wird irgendwie nichts. Okay, dann müssen wir es doch so machen. Den ersten hatte ich erwischt mit einer Peelung, wie die auf mich zukam. Hoffentlich stellt sich noch raus, wer mir da ständig geholfen hat, welcher Geist es ist. Oder Gott, wie gesagt, Göttin. Das wird mich echt mal interessieren. Ein Speicherpunkt. Ja! Hey, da oben! In Deckung! Komm hervor! Headshot oder so. Die Vase geht nicht kaputt, die ist unbesiegbar. Kommt noch einer? Warum ist eigentlich jeder Fall mit Feuer? Ich glaube, das war's. Wollte gerade sagen, gibt es noch ein paar Feelings? Dankeschön. Unzerstörbare Vasen. Ein wahres Geschenk der Antike. Sträflinge, wie auch immer. Den Pilum noch im Arm, in der Hand stecken, ey. Wie geil ist das denn? Hallo Neptun. Du, auf dem Platz! Los, Männer, auf dich! Oh, du willst kämpfen! Natürlich will ich kämpfen. Mit so Losern wie euch. Ich kann wieder ein paar Pilums gebrauchen, die sind ganz praktisch. Wenn man die auf diese Schildleute schmeißt, dann verlieren sie ihre Schilder. Okay, tolles Bildnis. Ah, da müssen wir lang wieder was. Sinn für Schönheit haben die Römer hier ja schon gehabt, oder? Wunderschöne Gärten. Aber leider nicht fürs Volk und das ist natürlich wiederum scheiße. Warum sind die so viele Fliegen? Wahrscheinlich, weil die Luft hier stinkt. Was ist denn hier los? 9 Euro!
55! Wie viele noch? So etwa 100. Oben an der Via Augusti hat jemand Neros Gesicht auf einen Pferdearsch gemalt. Keine gute Idee. Kollektivstrafe. Wir richten die ganze Straße hin. Okay, so kann man Leute, die eigentlich mögen, auch stumm schalten. Oh Mann. Nee, das gebührt den Tod dieses Kaisers. Und alle, die ihm folgen. Ach ja, wir haben heute übrigens den 30.07. Todestag von Otto von Bismarck. Ruhe, Ehren, Frieden, genau wie die hier alle. Okay, weiter geht's. Oh. Der läuft zu langsam. Ach, hier sind wir jetzt. Hey, mein Junge, was gibt's? Er sieht einen Kick aus wie mein Vater. Also, ne, hier im Spiel der Vater. Wer wird uns helfen? Es gibt kein sauberes Wasser. Keine sanitären Anlagen, keine Unterkunft. Und Essen, welches Essen? Ich muss darum betteln. Hast du dich verirrt? Nein, ich bin daheim. Nicht wie du es in Erinnerung hast, was? So wie alles in Rom. Okay, mehr erzählt er wohl nicht. Was, ich soll hier hinten? Links, rechts, hä? Ja. Was, wo soll ich denn jetzt hin? Was gibt's denn hier hinten jetzt nochmal? Okay, da komme ich aber nicht mehr hin. Okay, kann ich wohl knicken. Bei mir in der Villa dürfte eigentlich keiner mehr hausen, oder? Ist das hier nicht meine Villa? Scheint so. Video. Was hatte uns unser Vater gesagt? Nicht alle Feinde warten auf dem Schlachtfeld auf uns. Sowohl damals als auch heute. Wie du siehst, Marius, erwarten uns unsere größten Feinde nicht immer in fernen Landen. Wer bist du? Warum ist das geschehen? Mein Vater war ein Held Roms. Dein Vater war ein großer General und ein beliebter Senator. Zu beliebt vielleicht. Der Kaiser ist ein neidischer Mann. Ein kleinlicher Mann. Dein Vater lebte, um Rom zu dienen. Kaiser Nero dient nur sich selbst. Er trachtet nach Macht um ihrer selbst willen. Er hält sich für einen Gott. Ein kalter Wind aus dem Norden hat dem Kaiser giftige Worte eingeflüstert. Dein Vater und andere Männer wie er wollten Rom an das Volk zurückgeben. Also ließ der Kaiser sie ermorden. Schließlich ist es das, was Kaiser tun.
Die Beute seiner Gier wurde unter seinen Söhnen aufgeteilt, Basilius und Commodus. Er überhäufte sie mit Macht und Verantwortung, derer sie nicht würdig waren. Rom lässt seine Kinder im Stich, Marius. Du bist ein wichtiger Stein im Spiel der Menschheit. Ein Glück, dass es Kleid hält. Du musst, wie wir alle, deine Rolle spielen. Damokles, Geist der Rache. Das Schicksal des Reichs liegt in deinen Händen. Rette Rom. Rette Rom vor ihnen. Verdammt, sie hat noch nicht gesagt, wer sie ist. Sie hat nicht auf meine Frage geantwortet. Zugang zum Turnier des Kaisers. Nur ein Mann konnte mir den gewähren. Also suchte ich ihn. Damokles? Ich komme wegen des Turniers. Ah! Ein Gladiator? Diese mythische Rüstung ist eine nette Geste. Du hast mir ganz schön... Nur die geschicktesten Kämpfer dürfen am Turnier teilnehmen. Schauen wir mal, ob du so gut kämpfst, wie du aufgemacht bist. Oh, da unten darf ich jetzt wohl kämpfen. Aber erst beim nächsten Teil. Wir sind bei 23 Minuten angekommen. Meine Güte. Jetzt sind wir auch noch in so einem Liebeshaus. Okay, die Geschichte ist echt interessant und ich bin echt gespannt, wie es endet. Das ist echt cool. Jetzt sind wir wohl Damokles. Zumindest sollen wir diese Rolle spielen. Und ich finde es so doof, dass diese mystische Frau da, oder Göttin, was auch immer, uns nicht erzählt hat, also nicht auf unsere Frage geantwortet hat, wer sie ist. Das würde mich nämlich echt mega mal interessieren. Aber man konnte froh sein, dass zumindest der Ausschnitt gehalten hatte vom Kleid. Dass nicht ein leichtes Windchen da ankaut. Entblößt ist sie. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Und das war auf jeden Fall Wise Son of Rome mit von Nöher Gameplays als Hobby. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns bei beim nächsten Teil oder vielleicht auch bei einem anderen Let's Play. Hoffe ich natürlich auch. Auf jeden Fall viel Spaß noch bei mir auf der Kanalseite und auf Wiedersehen. Tschüss.